Sich austauschen und Entscheidungen treffen. Digitale Medien und Werkzeuge schaffen neue Perspektiven für die Partizipation junger Menschen. Hier kommen 7 gute Gründe für digitale Jugendbeteiligung. Grund 1 für mehr Beteiligung. Nicht alle haben die Möglichkeit, sich zu einer festen Zeit, zum Beispiel abends nach der Schule, Uni oder Ausbildung, an einem festen, manchmal weit entfernten Ort zu treffen. Digitale Tools sind immer und überall nutzbar. Außerdem lassen sich Hintergrundinformationen zum Beteiligungsprozess leichter in die Diskussion einbringen. Grund 2: Mehr Transparenz und offene Prozesse. Digitale Tools können den gesamten Beteiligungsprozess zeigen. Von Informationen und Ideensammlungen über Abstimmungen bis hin zur konkreten Umsetzung. Der Überblick schafft Verständnis und Vertrauen für die Abläufe und Verfahren von Politik und Verwaltung. Grund 3: Besserer Überblick und nachvollziehbare Entscheidungen. Viele digitale Beteiligungstools bieten die Möglichkeit, Inhalte zu verschlagworten, danach zu filtern und zu sortieren. Das sorgt für einen guten Überblick, auch wenn viele mitreden wollen. Die Teilnehmenden behalten den Überblick über den Diskussionsverlauf und können leichter auswerten und Entscheidungen vorbereiten. Grund 4: Jugendgerechte Ansprache. Jugendliche sind im Netz zu Hause. Sie teilen Bilder, Videos, Informationen und Meinungen. Sie verhandeln miteinander und treffen Absprachen. Diese Medien und Tools zu nutzen, steigert die Akzeptanz. Politik und Verwaltung kommen so leichter mit den Zielgruppen ins Gespräch, die für viele ihrer Planungen wichtig sind. Grund 5: Hürden für politisches Engagement abbauen. Wenn Jugendliche an Beteiligungsprojekten teilnehmen, erfahren sie, dass sie etwas bewirken und verändern können, dass sie mitentscheiden können. Sie sehen, dass es Spaß machen kann, sich politisch einzubringen und Dinge zu bewegen. Digitale Medien bieten einen besonders niedrigschwelligen Einstieg und können dadurch auch politikferne Jugendliche einbeziehen. Grund 6: Standortvorteil, Kommune am Puls der Zeit. Kommunen, die Jugendlichen attraktive, digital unterstützte Wege der Mitsprache bieten, verschaffen sich einen Standortvorteil als beteiligungsfreundliche Gemeinden. Die Zufriedenheit und die Identifikation steigen, wenn junge Menschen sehen, dass ihr Engagement zu Ergebnissen führt. Grund 7: Mehr Beteiligung verbreiten. Digitale Medien bringen Reichweite. Jugendliche können Ideen, Argumente und Materialien mit ihren Freunden und Bekannten teilen und sie motivieren, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Damit spricht digitale Beteiligung mehr und andere Jugendliche an und motiviert sie zu aktiver politischer Teilhabe. Ihr Grund: Ihnen fällt noch mehr ein? Dann ergänzen Sie gerne unsere Sammlung guter Gründe unter jugendbeteiligen.jetzt/digitale Partizipation/gute Gründe.